Eine absolute Rarität steht vor mir. Ein Globetrotter XXLA 9050-2 DBM und das Ganze auf Basis Fiat Iveco. Ich habe nicht nur einen, ich habe gleich zwei hier stehen, denn ich sag mal mit der großen Klasse auf Detlefs, das trifft man jetzt nicht so oft. Ich zeige euch das mal gerade, das Fahrzeug von oben ist ein teilintegriertes Fahrzeug. Wir sind bei Glück in Sulzemoos und ja, stellen Ihnen jetzt mal so die Detlefs-Modelle vor, die ja teilweise auch gefehlt haben, natürlich auch im Caravan-Salon in Düsseldorf. Deswegen heute unser Special über einen teilintegrierten auf Basis von Iveco. Ja, da steht's, Globetrotter XXLA 9050-2 DBM mit Alkovenbett, das ist hochklappbar, einem Doppelboden, einer großen Wohnraumtür und 210 PS, 7,2 Tonnen, eine Länge von 8,86 Meter, also ein großes Fahrzeug, 3,45 Meter Höhe und 2,35 Meter Breite, 7,2 Tonnen mit einer Zuladung von 1,7 Tonnen, also 1,7 Tonnen Zuladung. Ja, und wo dies alles hin soll, das kann ich Ihnen gleich mal zeigen, denn man hat also hier so ein bisschen amerikanisches Design, die Edelstahl-Radkappen drauf. Das sieht schon so richtig so truckermäßig aus und ja, einen ganz großen Doppelboden. Ich habe eben mal das ganze System mal angeworfen. Hier bin ich quasi schon im Wohnraum drin. Hier sieht man es also richtig, das Doppelbodenkonzept mit einer alten Heizung mit drin. Hier vorne läuft auch die Heizung bereits an. Hier habe ich die nächste Klappe. Abgesehen davon, dass ganz viele Schlüssel drin sind, habe ich die Stromzufuhr mit drin. Auf der Seite. Das heißt, ich habe den Landstromanschluss integriert. Der kommt dann hier unterm Fahrzeug raus. Blattfedern. Hier auch das Trucker-Design. Edelstahlfelge. Ich weiß, hier könnte auch eine Alufelge sein. Und eine Kassettentoilette hier drin. Das ist natürlich so von der Klasse her kein Festtank, sondern eine Kassettentoilette. Auch hier kann man sich eine zweite organisieren. Dann hat man etwas mehr Autonomie, was die Kassetten angeht. Und hier ist sie in der wahrscheinlich 3020, ja, eine 3020 kompakt. Eine Warmwasserheizung von Alde macht warmes Wasser und macht richtig schön warm im Heizkreislauf. So, und das ist das Heck. Strom haben wir gerade eben was draufgegeben. Denn das Besondere hier, ich habe sogar noch eine Heckschließtür, die von hinten bedienbar ist, dass ich gut rankomme. Hier ist eine Außendusche mit drin. Ein Zenex-System. Schauen wir uns gleich mal an. Victron Energy Multiplus 3 kW, der jetzt auch mal ein bisschen lädt. Hier ist von Schaut der Trennschalter und die Elektroverkabelung. Und hier noch diverse 230 Volt. Hier sind auch die AGM-Batterien drin von Varta. Hier sieht man den großen Doppelboden, den ich also nochmal unten drunter einladen kann, durchreichen kann und eine zweite Aufbautür. Und das Besondere hier ist nochmal eine unterstützte Tür, die von außen dann das Beladen ermöglicht, sodass ich also komplett von außen dann reinkomme. Das ist das Heckdesign vom Fahrzeug, richtig linermäßig. Und auch hier habe ich austauschbare Heckpartien im Falle eines Anstoßes auch leicht zu reparieren. Globetrotter XXLA Doppelrückfahrkamera. Und so sieht das Ganze dann von der Seite aus. Getönte Scheiben hinten. Die Fenster sind rahmenbündig. Hier habe ich 2x11 Kilo Gasflaschen drunter. Und dann nochmal Zugang zum Doppelboden. Das haben wir von der anderen Seite schon gesehen. Und dem Alkoven. Wir gehen am besten mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Noch einmal ein Blick von vorne aufs Fahrzeug. Lang ist es, so viel kann ich schon mal sagen, über 8 Meter.
dass wir uns die andere Seite nochmal für Sie in den Doppelboden rein. Da die Tür auf der anderen Seite, da kann man komplett durchladen und nochmal zur Seite. Ja, große Aufbautür. Die ist hier mit Fenster und Verdunklungsmöglichkeiten. Zwei Stufen, die automatisch rausfahren auf Knopfdruck und dann der Eingangsbereich. Also diesmal keine Hexitzgruppe, sondern ich habe hier einen klassischen oder einen fast klassischen Aufbau mit einem Zeitungsfach mit drin und diversen Schlafmöglichkeiten, unter anderem ein hochklappbares Alkovenbett, ein begehbares Bett von beiden Seiten mit zwei Kleiderschränken mit drin, die ich schon mal für euch geöffnet habe, wo ich auch an der Seite zumachen kann, dass ich also hier ganz bequem hier vorne meinen Schlafbereich abtrennen kann mit dieser Tür, die drin ist, die auch einen Spiegel enthält. Hier sieht man es nochmal ganz genau, also hier kann ich beide Seiten einfach schließen, kann zumachen, habe hier ein großes Bett und nochmal jede Menge Staufach. Das Ganze ist selbst anziehend, ein bisschen kleinen Ruck geben. Hier ist eine Garderobe mit drin. Mit Staufach und 230 Volt. Und überall natürlich die Auslässe für die Fußbodenheizung. Großer Kleiderschrank auf beiden Seiten. Natürlich beleuchtet. Auch der ist mit dem Unterboden verbunden, hinterlüftet. Das Spannende ist, ich kann das Bett noch ein Stück weit rausziehen. Und habe dann noch mal eine Verlängerung, indem ich hier noch mal dieses Kissen nach hinten gebe, das dann hier reinfällt und dann das Bett quasi noch mal um diesen Bereich verlängert. Dann ist die Gesamtlänge noch etwas länger für Menschen, die ein bisschen größer sind. Zwei große Staukästen. Dann habe ich hier die Mulden an der Seite. Das sieht man sehr gut mit Steckdosen jeweils drin, wo ich mein Handy und so weiter laden kann. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten. Habe hier große Staufächer über den Betten. Das Fenster natürlich zum Nachts belüften. Hier ist ein Schrank. Jede Ecke ausgenutzt und hier könnte dann noch ein Fernseher stehen. Der Seite wäre natürlich hier optimal zum Gucken. Tolles Design auch mit den Vorhängen, die dafür sorgen, dass ich so vom Feeling her eine Fensterfront habe, nicht nur ein kleines Fenster. Ja, hier nochmal einen Kleiderschrank auf der Seite. Sehr tief und überall nochmal Zugang zum Doppelboden. Einmal hier. Hier. Gut, Basis Iveco. Die Zuladung allein ist schon natürlich ein Hammer für sich. Sekunde. Jetzt will ich es auch rausmachen. Ist es und hier habe ich dann einen großen Zugang zum Doppelboden, den wir eben gesehen haben, nach hinten. So, ja, Dusche für ausgewachsene Männer in einer Höhe von locker über 2 Metern. Also ich kann hier ganz reinsteigen und habe noch bestimmt 30 cm Platz. Eine Heizung mit drin. Dann die Möglichkeit, die Tür zu schließen, dass ich also komplett den Badbereich abtrennen kann. Und habe dann ein komplettes Bad, ein Raumbad, das ich dann nochmal schließen kann mit den beiden Türen hier auf
der Seite. Habe also einmal die Toilette getrennt. Das Waschbecken. Und da oben noch jede Menge Schränke, wo ich den Sachen verstauen kann. Entlüftungsfenster. Nicht nur eins, sondern gleich zwei. Hier habe ich noch ein Fenster. Und das gleiche auch auf der Duschseite mit einem Handtuchhalter drin. Damit ist auch nochmal ein Fenster. Ja, richtig viele Fenster, viel Platz. Und ja, der Möglichkeit, wenn ich jetzt hier zumache, dass ich den kompletten Badbereich einfach abtrenne. So sieht es dann aus. Eine Truma Venta ist hier eingebaut, sehr leise Klimaanlage. Der leiseste im Markt, eine Küche mit großen Auszügen. Etwas kleiner, wie natürlich bei dem Grand Alpa, aber immer noch richtig groß. Man muss dazu ja immer sagen, man ist ja noch im Camping. Edelstahl, Waschbecken. So, schau mal kurz. Das war der Wärmetauscher, der mit drauf war. Hier haben wir eine alte Heizung mit eingebaut. Mit der Möglichkeit auch, die über Strom zu beheizen. Hier sieht man es, zum Beispiel 1 kW. Wenn ich festen Landstrom habe und natürlich auch Gas. Gut, Gas fehlt jetzt hier. Eine Truma Duo C, jetzt sind keine Flaschen angeschlossen. Und hier natürlich wieder mein Victron Energy Landstromanschluss, bei dem ich frei einstellen kann, wie hoch ist denn mein Stromanschluss und kann das entsprechend anpassen. Ja, im Moment sind die Batterien, die sind ziemlich leer. Ging dann auch gleich aus. Und hier oben hat man dann nochmal die Hauptbedienelemente, wo ich dann noch mehrere Informationen habe. Wie hoch ist denn mein Spannungsstand von der Aufbaubatterie und die Tanks natürlich. Was ist mit denen los? So, zur Sitzgruppe. Ich zeige Ihnen gerade nochmal die Schränke hier oben drüber. Hier sind jede Menge Schränke, auch nochmal über dem Kochfeld mit einer Dunstabzugshaube aktiv, die hier drüber sitzt. Und eine Zentralverriegelung für die Schubläden, die sich meines Wissens auch automatisch aktiviert, wenn ich losfahre. Mülltrennsystem. Großer Kühlschrank. Mit Eisfach. Und einen Grill mit Oberhitze und Unterhitze. Dann hier die Audio-Video-Einheit von Karatec hier oben drüber. Komplett in Schwarz gehalten mit großen Lautsprechern dabei. Hier habe ich dann nochmal die Möglichkeit der Quellenumschaltung. 32 Zoll, den ich dann auch absenken kann, damit ich nicht so steil nach oben gucken muss. So sieht das Ganze dann aus. Ja, da könnte ich mich doch dran gewöhnen. Wenn ich jetzt hier sitze, gegenüber die optimale Position natürlich auch vom Alkovenbett, was oben drüber ist, was im Moment auch gar nicht auffällt. Hier unten kann ich dann verschließen. Habe jetzt hier meine
Fahreinheit von Iveco mit drin. 8-Gang Automatik, ZF-Getriebe, elektrische Bremse, Spurhalteassistent und. Das Original-Fahrerhaus mit Zeneck-Navi und einem interessanten Design von den Polstern, die in Grau gehalten sind. Vorne kann ich denn hier zumachen. Wenn ich abends meine Ruhe haben möchte, braucht dann gar nichts groß verschließen vorne. Und hier habe ich mein Bett. Alkovenbett für nochmals locker 2 Personen oder 3 Kinder, die hier oben schlafen können. Und das Coole ist, man muss das Bett auch nicht runterlassen. Es ist einfach da und wenn ich fahre, dann kann ich für den ganz bequemen Einstieg hier einfach einsteigen. Ja, hier vorne könnte ich dann auch noch sitzen, wenn ich möchte. Ja, große Sitzgruppe. Einmal hier. Oberhalb vom Fernseher habe ich eine große Sitzbank, also wenn ich mal Besuch bekomme. Und kann auch den Fernseher dann hochschieben. Was spannend gemacht ist, ist hier, zeigt das mal gerade, man zieht automatisch hier so ein Rollo noch mit hoch, sodass also man die Technik nicht sieht. Und das schiebt sich dann automatisch hier rüber. So ist es dann verriegelt. 2 große Lautsprecher mit drin. Hier vorne habe ich noch ein Ablagefach. Direkt am Eingang. Hier ist die Eingangstür. Hier ist noch eine Tür direkt am Eingang, die aber besser zu bedienen ist natürlich, wenn ich hier sitze. Das hier ist auch die optimale Position, wie ich jetzt gerade sitze, also direkt rechts vom Eingang auf der Bank, damit ich auch die Schuhe anziehen kann. Und hier kann ich nochmal eine Erweiterung ausklappen, sodass ich dann nicht ganz so eng hier sitze. Ja, überall nochmal Zugang zum Doppelboden. Je nachdem, was drunter ist, Tanks, Reinigung und die Ausströmer für die Warmwasserheizung von Alde. Ja, das ist unter anderem auch, dass ich hier noch ein Bett machen kann. Das sieht man daran, dass der Tisch hier unten noch eine Leiste hat. Das heißt, auch den kann ich dann halbieren. Das sieht man hier ganz gut. Und ausfahren und kann dann hier nochmal ein Bett machen hier unten, wenn es denn notwendig ist. Ja, hier nochmal das ganze Raumgefühl im Alkoven. Großes Fenster hier oben nochmal. Und Küche. Ich gehe mal ganz kurz hier oben drauf. Also das Bett nochmal mit 2 Fenstern. Hier nochmal ein Soundsystem unter jeweils den Fenstern drunter für gutes Fernsehschauen. Und dann der Wohnbereich mit dem Schlafbereich, den ich komplett mehrfach abtrennen kann. Also hier ist die Dusche dann. Und hier ist dann der Wohnbereich. Ja, wieder mal was ganz anderes. Ja, phänomenal die Zuladung. Also das ist natürlich ein großes Detail. Was heißt fast ein Detail? Ein Muss natürlich in der heutigen Zeit, dass ich möglichst viel Zuladung habe, aber mit 1,27 Tonnen, das war übrigens die automatische Zuziehhilfe für die Tür. Ich zeige es gerade nochmal, eine Zuladung von 1,71 Tonnen bin ich natürlich bei 7,2 Tonnen für alle Eventualitäten auch gewappnet. Auch wenn ich mal einen Roller mitnehmen möchte oder mehr. Ja, ein 65210 Highmatic von Iveco und mit 210 PS. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind bei Glück in Sulzemoos und Detlefs, ein Freund der Familie, der
9050 2 dBm Globetrotter XXLA. Tschüss.